Mein Name ist Dieter Ebert, ich bin Professor für Zoologie und Evolutionsbiologie an der Universität Basel. Ja, die Dinosaurier sind alle in einem schrecklichen Ereignis etwa vor 65 Millionen Jahren ausgestorben. Und zwar, was damals passiert ist, dass ein Meteoroid die Erde getroffen hat. Der Meteoroid schlug etwa auf der östlichen Küstenhälfte von dem heutigen Mexiko ein und löschte große Teile des Lebens damals aus. Damit waren praktisch alle Dinosaurier innerhalb von kürzester Zeit weg. Damals gab es aber schon Säugetiere, also neben den Dinosauriern gab es schon Säugetiere, allerdings muss man die sich so ein bisschen Maus- oder Rattenartig vorstellen, also nicht die Diversität, die wir heute haben. Aber durch die frei werdenden Nischen, die entstanden, dadurch, dass die Dinosaurier verschwanden, hatten die Säugetiere auf einmal Möglichkeiten, die es vorher nicht gab. Und diese Möglichkeiten führten dazu, dass sie sich diversifizierten. Das heißt, wir hatten jetzt die Evolution von Pflanzenfressern, von Räubern, von allen möglichen spezialisierten Säugetierarten, die zunehmend die Erde bevölkerten und eigentlich alle Teile der Erde bevölkerten. Inklusive den Meeren, die wir ja wissen, werden von Walen, Delfine und so weiter bevölkert. Es dauerte dann noch eine geraume Zeit, bis die ersten Primaten, also die Herrentiere, entstanden, aus denen dann später die Menschen sich entwickelt haben. Die Menschwerdung muss man sich ungefähr so vorstellen, dass etwa vor 5 Millionen Jahren hatten wir noch Vorfahren, die sahen sehr schimpansenartig aus. Also 5 Millionen Jahre ist es her, dass wir uns etwa in einer Linie entwickelt haben, die wir die Menschwerdung nennen können. Da gab es verschiedene Arten, die entstanden sind, die wir noch nicht als Menschen bezeichnen würden, aber die ganz klar menschliche Eigenschaften hatten. Es gab dann irgendwann die Entwicklung des Laufens auf 2 Beinen anstelle von 4 Beinen. Es gab die Entwicklung, dass die Körperbehaarung verloren gegangen ist. Das Gehirn wurde immer größer. Der Mensch wurde immer sozialer und das war wahrscheinlich ein wichtiger Faktor in der Evolution mit dem Gehirn. Es gab immer größere Sozialstrukturen und dann etwa seit 50.000, 100.000 Jahren haben wir den modernen Menschen auf der Erde, der dann alle anderen menschenartigen Wesen, die es noch gab, Neandertaler zum Beispiel, durch Konkurrenz auskonkurriert hat.